Ja, kann jemand von euch füchsisch? Ich glaube tatsächlich schon. Einen Moment. Müsste ich jetzt nachsehen, aber ich glaube, Rafi müsste der Ansprechpartner. Welche Sprachen habe ich Ja, denn? Ich füchsisch glaube 8. nicht. Ich wollte gerade sagen, die Rafim und Diamantas müssten sowas wie füchsisch eigentlich können. Ach nee, ich habe Rabensprache, okay. Nee, das ist was anderes. Das kann ich aber auch. Merke ich auch gerade. Ja, dass du Rabensprache sprichst, Rafim, ist mir auch klar, aber füchsisch kommt eben Häufiger vor. von den Zinken, ne? Die Ja. nachtblauen Zinken. Die dann den Weg verraten. Also weiß dieser Zink im Prinzip in die Richtung, wo der nächste platziert ist, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also du kannst aus den Zinken eine ganze Menge ablesen, sowas wie Gefahr oder wo Hunde sind, wenn du einbrechen möchtest, oder wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sind, sowas wie vergitterte Fenster. All das würdest du bei Füchsisch erkennen. Das hier ist jetzt kein Gefahrensymbol, sondern einfach nur der verschleierte Hinweis, wo es hingeht. Ja, wir müssen da lang. Also sowas wie ein Pfeil, das wäre zu profan, ne? Das musst du nicht mit Füchsisch verschleiern, aber ja. Du kannst es lesen. Und ihr könnt dann vor euch eine etwas größere Straße erkennen, die wohl auch Gebäude hat, die noch 2 Meter, 2 Stockwerke haben. Es gibt hier eine Treppe nach unten, wo der Schlamm dann nicht nur knöcheltief ist, sondern bis zur Hüfte geht. Und ihr könnt sehen, wie über der Oberfläche des Wassers nicht nur borkig schwarz und stinkend, sondern auch ein Tangenteppich verläuft, in deren Mitte sich 4 schwappende, stinkende Holzäste befinden. Auf dem oberen Gebäude, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, könnt ihr blaue, nachtblaue Flammen erkennen, die dort nach oben zucken, und leise gedämpfte Unterhaltung. Das Feuer. Also ganz, also es ist richtiges Feuer. Nachtblaues Feuer, ja. Alles klar, perfekt. Ich garantiere dir, es handelt sich hier nicht um elementares Feuer. Das ist tatsächlich egal. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich habe Angst. Der Feind ist da vorne, wie Jetzt rücken vielleicht wir vor? Feuersturm. Nein! Warum soll ich jetzt den Feuersturm machen, wenn da doch schon Feuer ist? Ihr denkt dran, Rafim. Idealerweise brauchen wir einen lebend. Du merkst auf jeden Fall, wie du ein Unverständnis in seinen Augen stößt, und du zweifelst stark daran, dass er das durchsetzen wird. Die Capitania wäre euch stark dankbar dafür. Das ist ein Argument, Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Argument, und ich bin mach mir mal ziemlich lieber sicher. den, Frau, oder? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass diese Argumentation auf der Wahrheit berührt. Deswegen werde ich nicht mal die 2 Punkte Lügen Nö, mitnehmen. würde ich auch nicht bauen. Es sind maximal 18. Warte mal, gegen was kann man das denn gut vergleichend würfeln bei Rafim? Ich wollte einfach. Menschenkenntnis, so Gegenprobe. Aber Menschenkenntnis macht ja keinen Sinn, denn er lügt dich ja nicht an. Obwohl, eigentlich würfelst du gegen seine Verpflichtung gegenüber Chor, die sagen würde, bring sie alle um, du hast mehr Punkte Stimmt. geschafft als meine Selbstbeherrschung. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Moralkodex übertroffen, dann lassen wir zählen, oder? Ja, reicht schon. Wäre jetzt meine Handgelenke, müssen wir nicht zweimal würfeln. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass sie sehr dankbar ist. Ich zwinker ihm einmal zu und lass ihn arbeiten. Wo sind eigentlich Soll unsere ich? Tokens alle? Warum sind Diamantus und Raphim Bortex woanders? Okay, die sind Hier nur, okay, die auf sind nur irgendwie doppelt, ich verstehe. Sneaky-Mission sind. Nein, soll ich die Paktierer in ihrem Feuer einschließen? Ja, tut auch, was immer nötig ist, um sie zu vernichten. Ja, aber wir wollen doch einen am Leben lassen, den wir verhören können. Macht mir dann die da nicht mit einer Aufmerksamkeit auf uns? Diamante, seid ihr bereit? Womit denn? Du kannst dann Diamantis schauen, er immer noch klitschnass, hat keine Balestrina oder Abalone dabei. Ich konnte ja mit denen nicht tauchen. Hat jemanden. Naja. Moment, habe ich ein Bandschwert? Bandschwert für Diamantis. Er zieht das blanke Ding. Also es glitzert irgendwie im Dunkeln schon. Du hast einen Moment lang Angst, dass ihr gesehen werdet dann davon. Ich benutze es doch sowieso nicht. Der Diamantus nimmt es in die Hand, kommt ihm vertraut vor, hat uns schon gute Dienste erwiesen.
Naja, Boltax, ich lasse dir den ersten Zauber oder habe mir. Aber dann wird es Zeit. Also soll ich sie jetzt zumindest einen von dem Feuer umfangen lassen, so dass er sich nicht mehr bewegen kann? Der Mitleidlose würde daraufhin ablächeln. Nun, in diesem Fall, ja, dann wichtige Frage. Ja. Ich kann das Feuer sehen und die Paktierer, oder? Die Paktierer siehst du noch nicht. Du kannst sie so ein bisschen hören. Du siehst den Feuerschein. Also das Feuer selbst siehst du auch noch nicht, aber den Feuerschein, weil ihr seid jetzt aktuell hier. Hier geht es nochmal ein halbes Stockwerk runter, was alles im Schlamm und im Morast ist. Ja. Die sitzen ein Stockwerk, zwei Stockwerke über euch und ebenso versperrt von einer Wand, die da wohl noch halb abgebrochen ist. Und du siehst den Feuerschein, aber das Feuer selbst nicht. Alles klar. Wenn ich auf dieses Haus hier klettern würde, wäre das möglich? Ja, wenn du da hochkletterst, dann würdest du es sehen. Alles klar. Dann würde ich mir mal angucken, wie ich auf das Haus hochkomme. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit oder wäre das eine Freikletternprobe? Das ist eine Freikletternprobe. Von hier aus nach da würde ich sagen, 2 Meter. Du könntest dich auch von Raphim oder von Diamantis hochreichen lassen. Dann müsstest du nicht mehr klettern. Aber oben ist es rutschig. Alles klar. Ja gut, okay. Dann würde ich mich auf jeden Fall von Diamantis oder Raphim erstmal hochreichen lassen und mich dann oben hochziehen, sodass ich auf das Haus hochkomme. Ja, also bis dahin ohne Probleme, aber du musst bis dahin, und das ist eine Körperbeherrschungsprobe. Weil Körperbeherrschung? Weil es schleimig ist, ja. Alles klar. Ich werde dir um 7 Punkte, wenn du auch noch leise sein willst. Kann ich mir auch ein Silenzium auf mich legen und keine Erschwernis für die Lautstärke nehmen? Dann kriegst du eine +5. Okay, dann mache ich ein Silenzium auf mich für eine Runde. Weil wenn du jetzt wenn du hier runter brichst, dann brechen hier auch Ziegel runter und du fällst ins Wasser. Dann fällst du zumindest leise ins Wasser. Ja, also ich denke mir... Machst du denn als Zone oder nur auf dich? Zone, natürlich. Okay, weil dann müssen wir so die Ziegel auch keine Sorgen machen. Ganz genau. Also das war ja die Idee dahinter. Also für 5 Minuten. Wieso hätten eine Strichliste führen sollen, wie oft hier welcher Zauber gewirkt wird, bin ich ziemlich sicher. Silenzium wäre ganz, ganz oben. Ja. Mittlerweile, ja. Noch vor Blitz dich finden, hast du nicht gesehen. Mittlerweile ist der sehr gut benutzt. Okay, und dann eine um 5 erschwerte Körperbeherrschungsprobe. Das sieht gut aus, dann bin ich an dieser Position. Dann bist du einmal nach oben auf allen Vieren geklettert und kannst dich dann über deinen Arsch noch weiter in die Richtung buxieren, bis du dann oben auf dem Ziegelfürst sitzt, Beine links und rechts abgespreizt und du siehst das Feuer und den ersten Paktierer, der hier irgendwo steht und sich da wohl unterhält, ja. Wichtige Frage, das ist etwa die Größe eines Lagerfeuers, was da brennt, oder? Das ist in ungefähr die Größe eines Lagerfeuers, ja. Gut, das ist wichtig für mich, dann brauche ich nämlich 10 RKP-Sternen über. Ich würde jetzt nämlich gerne den Herrn der Flammen ansagen. Dieses Ritual hatten wir bisher noch nicht. Ich erkläre einmal, was es macht. Dieses machtvolle Ritual gibt dem Geoden Kontrolle über ein offenes Feuer in seiner Umgebung. Ja. Das Feuer ändert nach seinem Willen die Form und kann sich sogar unabhängig von seinem Ursprung mit einer Geschwindigkeit von 2 Schritt pro Kampfrunde durch die Luft schwebend bewegen. Die Flamme verhält sich dabei wie ein gewöhnliches Feuer und entzündet brennbares Material, erlischt aber nach Abbruch der Konzentration oder nach Ablauf der Wirkungsdauer, wenn sie nicht ausgiebig Nahrung findet. Da der ursprüngliche Brennstoff, sei es nun Baum oder Fackel, nur nach Wunsch des Ringträgers weiterbrennt, ist dadurch auch möglich, ein Feuer zurückzudrängen bzw. zu löschen. Allerdings nur einen Brandherd nach dem anderen. Die Größe des betroffenen Brandherdes hängt von der Ritualkenntnis des Geoden ab. Für eine Kerzenflamme reichen 5 RKP-Sterne, für eine Fackel 7, für ein Lagerfeuer 10. Um das Feuer eines komplett brennenden Hauses abzuziehen, sind 20 RKP oder mehr vorhanden. Bla 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 bla. Was ist die Reichweite? Außerdem kannst du das nicht als Ziel, als Geschosse nutzen, als Feuergeschosse. Nein, genau, ich kann die nicht als... GS2, ne? Genau, GS2. Das heißt, ich würde es jetzt um ihn... herumlegen. Ja, das ist reichweitenbeschränkt irgendwie, oder? Keine Ahnung, gibt's da, oder kannst du bis nach Garad sagen, die Region? Naja, so wie es sieht, ne? Nee, Sicht, so wie das aussieht. Jo. Okay, dann würde ich das ganz gerne machen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht verkacke mit meiner Probe.
Was dann schön ist. Ja, noch. Ganz genau. Dann schauen wir doch mal meine Rituale. Und zwar einmal. Hier, 3W20. Ritualkenntniswert von 15. Ja, wow. Das ist in jedem Falle geschafft. Dankeschön. Ja, dann würde ich das Feuer um den einen herum dirigieren, den ich angesagt hatte, sodass er vom Feuer... Eisenwirt, siehst du das? Ich seh's, sie antwortet. Die nachtblaue Tochter antwortet. Wir sind erwählt, es hat geklappt. Es tut weh. Wait. Wolltest du den jetzt in Feuer anschließen im Sinne von, dass er brennt oder dass um ihn herum ein Kreis aus Feuer aus, wenn er nicht raus kann? Ich wollte ihn, also einen von den beiden damit auslöschen. Anzünden. Okay, gut, ja, genau. gut, das okay. Habe ich anders verstanden, deswegen frage ich nur nicht. Ach so, okay, alles sorry. Habe ich auch anders verstanden. Ich habe das so verstanden, dass du ihn entzündest. Ja, der genau. Brennt jetzt halt. Der brennt absolut, ja. Jetzt, wenn ihr die Güte hättet, die Ablenkung zu nutzen. So ein bisschen hin und her. Könnt ihr noch teilweise sehen, wie er dann hier oben auftaucht. Hat irgendwie seine Arme und ausgestreckt. Das. Er brennt am ganzen Körper in diesem nachtblauen Feuer. Und in seiner Panik und seiner Verzweiflung, Boltax kann das nicht hören, aber ihr schon, stürzt er sich nach unten in den Uchuchu-Teppich. Dann gehen wir in die erste Kampfrunde. Ihr habt durch den Brand, durch das Anzünden des Bakterias die erste Kampfrunde eingeläutet. Der Überlebende weiß zumindest noch, dass er da ist und er hat einen Uchuchu und den würde er benutzen. Da muss ich gerade noch einmal die Initiative nachgucken. Von dem Uchuchu? Wenig. Von dem Uchuchu, ja, die wird wenig sein. 1W6 plus 8. 8 plus 1W6, genau. So, der könnte mich schlagen. Mich auch. Sagen. Aber... Und ihr wisst ja auch... Oh, er ist tatsächlich schneller. Und ihr wisst ja auch, dass ein Uchuchu da ist. Ich werde die 20 nochmal nehmen. 8 plus 6 sind 14. Genau, dann sitzt da der Uchuchu. Wir That's beginnen fine. In der ersten Kampfrunde mit der 12 Boltax. Ja, beziehungsweise ich glaube, ich bin nach Serpentilio dran. Serpentilio hat eine geringere Initiativebasis als ich. Also ist eher vor mir, oder? Ja, Serpentilio stellt sich hin, breitet die Hände aus, versucht es mit dem Schutschu im Wasser zu fixieren. Und erklärt ihm dann, dass er doch ganz bitte eine hervorragende Idee wäre, wenn er auf ihn hören würde. Mhm. Aber bitte sehr, aber danke sehr. Du wir hast möchten noch gerne einen die... aufrechterhaltenden Igni, nicht Igni, einen Lumenzauber, ne? Ja. Da ich hier keine Zauberprobe schmeiße, ist das aber egal. Aber ja, danke fürs Mitdenken, das hätte ich jetzt vergessen. Erinnere mich dran, wenn ich gleich irgendwas zaubere. Gut, stopp ich sie vor, ich würde dich gerne angreifen. Ich habe 4 Attacken. Und erstmal muss er sich hierher bewegen. So wie ich das sehe, ist er nämlich hier nicht. Der ist überall im Wasser. Okay, aber ich bin nicht im Wasser, also muss er trotzdem erstmal rauskommen. Also erstmal Aktion bewegen. So. Erstmal Aktion bewegen. Na gut, eine Aktion Position, passt. Und dann darf er gerne attackieren. Was denn für eine Gäste? 3. Ja, unter Wasser ist ja, es... Ja, lass mal da Gnade für Rechte gehen, komm. Auf den Meter kommt es ja nicht an. Genau. Boltax hat sich in Sicherheit gebracht. Ich habe 4 Angriffe, ihr habt 4 Helden, sind 4W20, ich treffe auf die 12. Ihr könnt du triffst auf die 8. Vor. Nein. Doch, er hat sich bewegt. Ach so. Gilt das auch für Dämonen? Natürlich gilt das auch für Dämonen. Außer es gilt nicht für Dämonen, wenn er Para 2 hat. Er hat Präsenz 1, Formlosigkeit. Hilft das eventuell? Existenz? Nein. Nö. Gut. Ja, dann hat sich ein Tentakelstück bewegt und ein anderes Tentakelstück schlägt zu. Dann trifft er auf die 8 meinetwegen, dann trifft die 3. Ich gehe mal von links nach rechts. Diamant das wäre dahin. Dann wohl ich. Raffin kommt dahin. Genau, dann bist du das. Zieh euch jetzt einfach gerade mal so, dann kann man das besser sehen. Du darfst nur ausweichen. Du darfst. Das wollte ich ja sagen. Ist das ein großer Gegner? Das ist ein riesiger Gegner. Ich denke, er kommt, den Hit nehme ich. Das ist das Schlimmste, was er machen kann. 1W6 und dann schon, aber dich packt. 3.
Ich glaube, Packen zieht immer nur bei 6 auf E6. Wenn die Attacke an das Uchuchu gelingt, hilft nur ein Ausweichenmanöver. Okay. Gelingt dies nicht, so hat der Dämon sein Opfer gepackt und versucht, es unter Wasser zu ziehen. Oh, ja, sich aus der tödlichen Umarmung der Schlinge zu befreien, erfordert eine KK-Probe, die pro Runde unter Wasser um 1 erschwert wird. Sind ja genau Serpentilius Talente. Dann gebe ich dir einmal den Zustand immobil. Du bist gepackt. Und ja, du darfst... Ja, du wolltest ihn kontrollieren, ja? Ja. Dauert zwei Aktionen. Wird also vermutlich durchkommen, bevor irgendwelche Ertrinkungserscheinungen anfangen. Was zwei, gut ist. Zwei Aktionen? Yes, er hat eine Beherrschungsschwierigkeit von 4 und übernehmen kostet immer die Hälfte. Beschwörung 11, Beherrschung 4. Ja, du hast recht. Ja, hab ich zwar nachgesehen. Gut. Ich würfel erstmal und du darfst schon mal den Besitzer gegenwürfeln. Ich weise darauf hin, dass ich Zwangskontrolle habe, einen freien Dämon also prinzipiell auch übernehmen kann. Ja, aber so, Armutsruf, da haben wir zum Glück. Dieses Mal habe ich nämlich einen Charybdoroth-Dämon, im Gegensatz zu dem Irrhulk. Nee, Irrhulk war es gar nicht, das war ein, wie hieß der Flugdämon, den ihr? Karakil. Ein Karakil, genau. Beim Karakil hat das nicht gewirkt, dieses Mal allerdings schon. Schwarze Gabin. Was ist denn das? Dämonenkontrolle, Fischgift austrocknen, Armutsschutz. Hat er nicht. Unter Wassersicht, ja. Wasserbrücke, Wasserlassen. Herrscher über höhere Dämonen. Herrscher aus der Domäne. Djinne. Ja, weil Spielercharaktere immer nur mit Djinnen ankommen und nie mit Dämonen. Deswegen hat er das nicht. Nee, das hat er sowieso nicht. Wie heißt denn? Wie also heißt dann müsste es Herrschaft über Gehörnte sein. Ja. Es gibt aber noch eine neue Gabe, wenn ich meine, aus Bahamuts Ruf. Das wäre mir neu. Glaube ich. Ja. Meister der Maritim. Das klingt nach Meereslebewesen. Ja, ich sehe es mir auch gerade. Krakenhaut, Schiffssymbiose. Gut, ich würfel einfach mal dagegen. Und dann gucken wir mal, bevor wir rechnen, ne? 17. Ich glaube, da komme ich drunter, auch ohne Bandschwert. Auch ohne Bandschwert, das hast du nicht mehr. Gut, dann dauert das jetzt zwei Aktionen, ne? Mhm. Währenddessen, wenn die nur fröhlich blasen blubbert, weil er wichtiger ist zu tun, als die Luft anzuhalten. Machen wir eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 3. Sicher doch. Talente, Selbstbeherrschung ist körperlich. Nee. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Man wird kein Beschwörer, wenn man sowas nicht kann. Ja, man muss es ja versuchen. Du bist ein klappriger Magier mit einer kleinen K.O. Dann nächste Kampfrunde noch nicht. Nach der 13, die 14, der Old-Shoot-Shooter-Funktion. Moment. 18, Boltax-Staffel. Ich bin. Genau, ich orientiere mich erstmal und lasse den Silenzium jetzt auch fallen, weil warum soll ich den noch aufrechterhalten? Was? Dann gehst du hoch auf die? Dann bin ich auf der 17. 17, aber mir 18. Ja, ich würde mit dem Säbel auf diesen Schleimarm von dem Ulchuchu schlagen, der Serpentier festhält. Nutzt mal Attacke wahrscheinlich, oder? Ich glaube, er hat mich schon ins Wasser gezogen, oder? Nee, er ist gerade dabei. Okay. Vor allem dürfte er auch vorziehen mit der 18 auf die 14 und auf die 13. Da darf er auf alle Fälle vorziehen. Das heißt, wenn der Attacke kommt, der Schaden ist angerichtet an dir. Ja, wie viel Schaden hat er? Habe ich gar nicht mitgerechnet. Drei, genau. Ich hätte es geschafft, wie gesagt. Ja. Ich habe keine Rüstungspunkte, die gehen dann alle drei direkt durch. Du kannst Schadenspunkte machen. Er verteidigt nicht, er hat 200 Lebenspunkte, das ist ihm egal. Ja, aber der Arm wahrscheinlich nicht, oder? Der Tentakelausformung nicht. Nee, gut. Das war immer Ziel, den zu durchtrennen, dass er nicht, dass er jetzt so wird. Serpentilio wird das wahrscheinlich für so nächste Runde packen. Jetzt fällt er erstmal unbequem auf die Treppe. Au. 18, Abel mir hat die erste Aktion. Ja, das war. Achso. Dann wurde ich vorwärts ins Wasser. Nee, nicht ins Wasser, ich bleib zurück. Quatsch, das ist bescheuert. Ich kann immer nicht da bescheuert werden. Sorry. Gut, 19, Rafim. Okay, muss man eben eine Magikunde-Probe machen, einen Moment. Chuchu war angesagt, das solltest du auch wissen. Okay, aber ich wollte wissen, ob Rafim einschätzen kann, wie gefährlich es jetzt ist, da durch das Wasser zu laufen, den Paktierer umzubringen. Mit minus 1 ist das nicht gefährlich genug und wir gehen da rein. Du weißt doch vor allem, dass dein Haus- und Hof-Dämonologe die Sache im Griff hat.
Auch während er gerade von dem Ding durch die Gegend gezogen wird und auf der Treppe aufschlägt und hast du nicht gesehen. Was ist egal, vertraue ich. Geschwindig. Also das glaubt Rafim nicht, aber Chor will jetzt Opfer. Rafim hat nicht genug Angst. Geschwindigkeit halbiere ich dir unter Wasser, beziehungsweise hüfthoch. Aber er hat Wasserkampf. Du hast Wasserkampf? Ja, ich hab Wasserkampf. Natürlich hab Wasserkampf, hallo. Dann mach noch eine Schwimmprobe. Ich kaufe nur Scheiße. Das hat, glaube ich, noch 25 gekostet oder so. Ja, und. Oder willst du über den Ulchuchul? Ja, du läufst doch über den Ulchuchul, wenn das ein Tank ist. Da gibt es ein Metatalent für. Ja, nee, ich habe sogar extra die Schwimmspezialisierung unter Wasserkampf gekauft. Du kannst auch untertauchen. Ich möchte unter Ulchuchul durchtauchen. Was passiert, wenn auf der anderen Seite keinen Weg nach oben findest, wie bei so einem zugefrorenen See? Dann machst du dir einen. Ja, okay, dann machst du einen. Du springst kopfüber rein. Während Serpentilio, der Monologe, krampfhaft versucht, auf dem Wasser fair zu bleiben, kannst du kopfüber reinspringen und dann machst du wie viel? Ich weiß nicht, mein Ziel ist es, hier hinzukommen. Ja, da kommst du hin. Ich möchte einmal mich da hoch. Durchstößt von unten die Algenoberfläche, die schleimig auf dir zurückbleibt. Und katapultierst dich dann mit den Beinen, wie gesagt, es ist halt nur hüfthoch, ne? Katapultierst dich dann mit den Beinen springend an der Hausermauer hoch, hältst dich fest und ziehst dich nach oben. Ihr folgt mir! Ist der Paktierer auf der 20 dran, der hatte sich eben einmal schon bewegt, das war eine Kampf, eine Aktion und die andere möchte er, ja, du läufst auf ihn zu, dann setzt er seinen Finger auf dich an und brüllt Aquafaxius Wasserstrahl. Verkürzt er? Muss er? Ja, kann er, das kostet ihn ja sowieso nur ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Leben, ne? Ja, dann muss er trotzdem auf den linken surfen, right? Das geht aber nicht durch die Magieresistenz. Er hat es nur geschafft. Paxien gehen nicht gegen ihn. Magieresistenz ist egal. Außer du hast Aura-Panzer. Er hat ja auch keine Variante angesagt, deswegen. Normalerweise 4 Aktionen. Er müsste also einmal verkürzen für 5 Punkte. Ja, das schafft er. Schafft er. Ah, 15, 14, 17. Wenn der 18 nicht andere, schafft er das auch. Ja, eine Runde hat er sich bewegt, dann kommt er erst nächstes Mal durch, aber er hat angesetzt seinen Finger auf dich, Rafim. Und der nächste. Er muss eigentlich vorher, für dich ist nicht so wichtig, aber er muss eigentlich vorher TP anzahlen sagen. Ja, ist richtig, stimmt. Wie gesagt, für dich ist nicht wichtig, weil du musst ja nicht aushalten. 20 fertig, 24 Diamantes. Oh, Diamantis macht das Rafim gleich nur in die andere Richtung und versucht nicht auf Anhieb schon ins Wasser zu springen, sondern so viel wie möglich mit einem Sprung wegzumachen. Also mit einer, ich mache eine freie Aktion nach hinten und 2 freie Aktionen nach vorne, das ist mein Anlauf und dann... Ja, schaffst du 9 Meter? Ja, das sind 9 Meter, ich würde 8,5, ich habe das nicht nochmal rausgerechnet, aber das habe ich noch im Kopf. Genau, ich ziehe mich mal noch nicht. Pro Punkt, den ich in Athletik über habe, kann ich einspannen. Sieht nicht so aus, wenn das jetzt patzt. Spannen sind 20 Zentimeter, ne? Du brauchst genau, also 3 Punkte. 2 Meter, so damit springe ich. Ich will an dieser Stelle festhalten, dass der Mann 10 Meter springt. Was ist da mit Anlauf? Ja, einen Schritt zurück ist er gegangen. Diesen Jungen hab ich großgezogen. Lass mal darüber reden. Ich finde schön, dass Epetillo stolz ist. Du hast ja nur deine Uniform hast du an. Deine nachtblaue Uniform flattert wie ein Fledermausflügel dir hinterher, wenn du dann auf den Holzbohlen landest, die so ein bisschen knacken, quietschen und krächzen und du musst tatsächlich noch die restlichen Punkte deiner Athletik dafür opfern, dass du noch 2-3 Schritte weiter in das Haus hineintaumelst, bevor unter dir der Dachfürst dann nachgibt und runterbricht in die algenverseuchte, glitschige Scheiße. Und das Ding ist jetzt gerade abgebrochen. Und dann ist die 24 fertig. Nächste Kampfrunde, 13 Serpentilio. Ich habe letzte Runde die Kontrolle übernommen. Ich erbe alle offenen Dienste. Sag mir bitte, wie viele dies sind. Im Prinzip, er ist existent. Das ist nicht die Frage. Wie viele Dienste schuldet er seinem Beschwörer? 2. Was, 2 oder 3? 2. 2. Okay, danke. Ich wollte gerade nochmal nachfragen. Nehme ich. Also er hat Wache. Serpentil. Er hat aktuell ist er auf Wache.